So, hallo. Ich hoffe, das funktioniert hier. Ich muss gerade mal wieder Audio checken, denn in meiner unendlichen Weisheit habe ich das natürlich alles vorher getestet. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal, ob der Sound klappt. Gut. Ich muss jetzt gerade mal auf meinen eigenen Stream schauen. Wie auch gestern ist, spielen wir wieder oder spielen wir weiter Sherlock Holmes und das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Und nach wie vor ist das über Wine emuliert und ich kann leider nicht parallel auf meinen Streamlabs gucken, weil das ganze Spiel alle Monitore schwarz werden lässt, bis auf das eigentliche Spiel darzustellen. Und daher muss ich gerade mal über mein Smartphone gucken, ob alles so klappt. Wie es soll. Und entsprechend habe ich auch noch ein bisschen mal rumgespielt an den Audioeinstellungen. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser als, als gestern Nacht oder heute Nacht. Ich habe ja, weiß gar nicht, nach 0 Uhr angefangen, glaube ich. Und ich habe jetzt nochmal Folgendes gemacht. Man kann leider, das Audio kann man ja nicht höher drehen als 100% bei den Audioeinstellungen, aber man kann den Gain des Mikrofons natürlich noch ein bisschen hochdrehen. Von daher hoffe ich, dass ich jetzt ein wenig lauter bin als als in der letzten Übertragung und zeitgleich habe ich das Spiel auch etwas leiser gemacht. Und ich hoffe, das ist jetzt ja angenehmer, besser. Vielleicht, falls schon jemand zusieht. Gerne einmal Feedback in den Chat geben, ob das jetzt besser zu hören ist, ob ich klarer zu hören bin und so weiter. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben hier quasi am nächsten Tag des Vorfalls, wo wir jetzt den Watson spielen und der Watson hat uns am Ende von der letzten Übertragung schon gesagt, dass wir irgendwas, der Sherlock hat irgendwas gegeben. Irgendwelche Infos. Und die müssen wir jetzt uns natürlich angucken. Im Inventar haben wir immer noch das Foto, der Rest ist weg. Okay. Wir können nirgendwo hin, außer wieder zur Baker Street. Da hier, wir haben drei neue Sachen, das sollen wir uns durchlesen. Hier keine neuen Notizen. Okay. Dann schauen wir mal. Das sind sechs Sachen. Oh Gott. Das Verbrechen. Untersuchungsbericht zum Fall Sherrington Ford Hall, Leitender Inspektor Lestrade. Also das ist quasi von Scotland Yard die der Bericht vom gestrigen Tag sozusagen. Kurz vor 11 Uhr abends wurde Sir Melvin Bromsby, Ingenieur, Architekt und angesehener Bauunternehmer, in seinem Herrensitz Sherrington Ford Hall durch einen Schuss tödlich verwundet. Das Verbrechen, dessen Urheber noch unbekannt ist, fand während eines Empfangs im Ballsaal statt. Diesen Empfang hatte das Opfer zu Ehren seiner Tochter gegeben, die soeben nach langjährigem Besuch eines Mädchenpensionats auf dem Kontinent nach England zurückgekehrt war. Trotz Anwesenheit unzähliger Zeugen konnte keine präzise Aussage über die Umstände dieser abstoßenden Tat aufgenommen werden. Nichtsdestotrotz steht aufgrund verschiedener Hinweise die Tochter des Opfers, Miss Lavinia Bromsey, unter Tatverdacht. Ich werde gleich nochmal was zu sagen, vielleicht so ein bisschen rekapitulieren, was jetzt letzte Nacht passiert ist, wer so die Verdächtigen sind, wer mir besonders suspekt vorkommt und so. Macht vielleicht Sinn, um gut hier einzusteigen, aber wir lesen jetzt mal kurz hier die Infos von Scotland Yard durch. Denn wir haben Besuch von Scotland Yard, von Inspektor Lestrade, der uns halt hier auch die Berichte zukommen hat lassen. So, dann haben wir jetzt hier Infos zur Tatwaffe. Gott sei Dank sind die Texte nicht allzu lang. Die Tatwaffe.
Die Kugel, die in den Körper des Opfers eindrang, entspricht dem Kaliber des Revolvers, das Miss Lavinia Bromsbys Handtasche gefunden wurde. Diese Handtasche befand sich auf dem Boden neben der Tür, in der Miss Lavinia Bromsby, nachdem der tödliche Schuss gefallen war, zum ersten Mal gesehen wurde. Das ist eigentlich falsch, denn der Revolver befand sich in einer Tasche neben der Tür. Ah doch, hier steht sogar. Ich habe irgendwie Handtasche überlesen. Diese Handtasche befand sich auf dem Boden. Okay, sorry, irgendwie ist das nicht hängen geblieben. In der Tür, in der Miss Lavinia Bromsby, nachdem der tödliche Schuss gefallen war, zum ersten Mal gesehen wurde. Alle Zeugen stimmen dahingehend überein, dass das Schussgeräusch aus Richtung eben dieser Türe kam. Ja, und trotzdem finde ich, zumindest der Sequenz nach, kam es von woanders, ne? Wie in der Richtung, wie er gefallen ist. Der Revolver ist ein alter, kleinkalibriger Wright, eine höchst zuverlässige Waffe. Dies würde auch erklären, warum ein einzelner Schuss trotz eines Abstands von mehreren Metern und eines schwierigen Winkels tödliche Wirkung haben könnte. Miss Lavinia selbst behauptet, das Opfer habe ihr vor der Tat den Revolver höchstpersönlich gegeben, um sich vor einer unbekannten Bedrohung schützen zu können. Diese Aussage wird von der Tatsache bestätigt, dass Modelle dieses Typs unter keinen Umständen auf dem Kontinent zu finden sind. Womit Lavinia der letzten Jahre verbracht hat. Ja, also die Waffe hat sie erst danach bekommen, quasi bei der Rückkehr. Macht Sinn. Falls sie als Mörderin überführt wird, kann Vorsatz somit ausgeschlossen werden. Okay. Das Motiv. Uiuiui, das Opfer, obwohl er sich nur weniger oder so gut wie gar keine Freunde rühmen konnte, hatte möglicherweise auch keine Feinde, die ein solches Verbrechen fähig wären. Ich sehe das schon ein bisschen anders, die waren alle so ein bisschen suspekt. Seine ausgewiesene Unbeliebtheit beim Hauspersonal wurde durch die attraktiven Löhne, die er ihnen zahlte, wettgemacht. Sein Geschäftspartner nannte ihn vor dem bekannten Hintergrund einen harten und gerechten Geschäftsmann. Die Tatsache, dass er lange Jahre in Indien verbrachte und ausschließlich für sein Geschäft lebte, schließt ein Verbrechen aus Leidenschaft oder Eifersucht aus. Zu guter Letzt passt die Art und Weise nicht zu einem typischen Rachemord dieser oder jener Hindu-Sekte, obwohl solche Taten durchaus auch hier vorkommen. Da wird also jetzt irgendwie die Brücke geschlagen, ob es irgendwie einer sein könnte aus seiner Indienreise. Das wird jetzt hier ausgeschlossen. Das Motiv muss sich somit um sein Vermögen oder etwas sehr Persönliches drehen. Eine weitere Spur, die zu Miss Lavinia Bromsby führt, laut H. Grimble, Laut Herman Grimble, Sir Bromsbys Partner war die Beziehung zwischen Tochter und Vater derart angespannt, dass er ihr in der vergangenen 6 Jahren nur einen einzigen Besuch abstatte. Okay, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Das ist vielleicht eine neue Info. Ein hiesiger Constable muss ich mit Mr. H. Fawlett, Sir Bromsbys Anwalt, in Verbindung setzen. Okay, dass das der Anwalt war, haben wir, glaube ich, mitbekommen. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher. Schon so lange her. Oh, die knallen gerade draußen immer noch, ne? In Verbindung setzen, um die wichtigsten Teile seines Testaments, falls eins existiert, vorerst zu beschlagnahmen. Ich mache mal kurz das Fenster zu, einen Moment. So. Okay, also ein Motiv muss persönlich bzw. in irgendeiner Weise geschäftlich sein. Der Tathergang. Hinsichtlich des Abstands und Winkels des Schusses ist anzunehmen, dass nur ein Meisterschütze diesen Schuss erfolgreich ausführen konnte. Also eigentlich schließt das schon mal dann die Tochter aus.
Und der Verdacht liegt dann halt nahe an den zwei, drei Personen, die ich so ein bisschen verdächtig finde. Wobei zwei davon ich noch nicht mal gesehen habe. Also der Franzose, der überall so ein bisschen teilweise angewundert, bewundert wurde von den Frauen oder von dieser Mrs., die auch die eigentlich die Tischdeko immer absegnet anscheinend. Dieser Follett, der Anwalt, den finde ich noch verdächtig. Und der Typ, der da auf einmal ins Bild geschlichen kam, als ich versucht hatte, mit der Tochter zu reden, dieser Offizier, der alles bestätigen konnte, was passiert ist. Das war so ein bisschen, weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall passen, dass, wenn er es gewesen wäre, dass er wahrscheinlich Erfahrung im Schießen hat als, ich weiß nicht, was der für einen Offiziersrang hat, aber ne, auf jeden Fall Armeeuniform. So, doch könnte Kommissar Zufall mitgewirkt haben und andere Möglichkeiten offenbaren. Laut Aussagen der Droschkenkutscher, deren Standort einen idealen Blickwinkel auf den Dienstboteneingang zuließ, haben diese nach dem Schuss und bis die Tür von einem der Bediensteten von außen verschlossen wurde, keine Person durch eben jene Türe kommen sehen. Alle Fenster sind vergittert und die zufällige Anwesenheit des Dienstmädchens im Treppenhaus weist darauf hin, dass sich niemand in die obere Etage begeben hat. Was mich natürlich hier auch noch weiter dazu schließen lässt, wenn keiner seit diesem Schuss rausgekommen ist, müsste der Täter sich unter den Leuten befinden, welchen wir schon irgendwie gesprochen haben. Also irgendeiner der Leute in dem Saal oder im Haus wird, oder der im Haus gewesen ist, wird es wahrscheinlich gewesen sein. Wenn wir ihn noch nicht gesprochen haben, dann hat er sich bis jetzt gut versteckt, würde ich sagen. Vielleicht unter der Tischdecke oder so. Alle Fenster sind vergittert und die zufällige Anwesenheit des Dienstmädchens. Okay. Laut Aussage Miss Lamberts, der Gouvernante, sind hier nur zwei Personen aufgefallen, die zur Ankunftszeit zur Brombys nicht im Ballsaal anwesend waren. Genau, die beiden. Horace Follett, der Anwalt des Opfers, und Miss Lavinia Bromsby. Die Bediensteten waren. Ah, ne. Ja, der Franzose, der taucht hier immer noch nicht auf. Das ist irgendwie noch so ein Mysterium. Die Bediensteten waren angewiesen, darauf zu achten, dass alle Gäste bei Erscheinen Sir Bromsbys im Ballsaal anwesend zu sein hatten. Ich bin davon überzeugt worden, dass jeder, der den Ballsaal verlassen hatte, von Sir Bromsbys Erscheinen wieder in den Saal zurückgekehrt war. Also was ich halt schwierig finde. War die Miss Lavinia, die war ja an der einen Tür. Vielleicht kommen wir nachher nochmal zu Sherrington Ford oder wie das? Sherrington Hall. Meines Erachtens nach ist sie ja durch die erste Seitentür, die näher am Podium war, gekommen. Weil da auch die Handtasche lag. An der Seitentür, die weiter weg war, näher am Haupteingang, waren ja diese Rauchspuren etc. Was mich darauf schließen lässt, dass eigentlich da, wenn sie nicht geschossen hat, aber trotzdem dieser Rauch erzeugt worden war durch, wenn nicht durch eine Waffe, dann irgendwie durch einen Knallkörper, dass vielleicht zeigen sollte, dass sie geschossen hat, obwohl sie nicht geschossen hat. Oder, wenn ich jetzt weiter überlege, dass sie vielleicht, dass dieser Knall den... Oha. Also jetzt ist natürlich wirklich Rumgespinnerei, aber es könnte das vielleicht sein, dass ein Knall, der... Also da war ja Schießpulver am Türrahmen, dass sie da wirklich stand. Oder aber, dass sie wirklich dadurch kam, wo die Tasche gefunden war, aber dass der eigentliche Mörder versucht hat, dass die dadurch kam.
Nee, das macht keinen Sinn. Das hat ja da gequalmt, laut Sequenz. Okay, dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass sie durch die Tür gekommen ist, die weiter weg war. Ich habe das leider nicht mehr so im Kopf, ob das überhaupt im Intro so gut gezeigt worden war. Und dass sie dann durch den Flur gegangen ist und ihre Handtasche dann da weggeworfen oder verloren oder wie auch immer hat. Weil da war ja Rauch im Türrahmen. Und das lässt eigentlich auf diese Schwarzpulverspuren am Türrahmen schließen, dass das auch diese Tür war und nicht die, die näher am Podium war. Aber wenn wir jetzt mal weiterspinnen und das vielleicht einfach nur ein forcierter Knall war, um ihr den Schuss unterzuschieben, weil sie ja eine Waffe dabei hatte. Und von da nicht wirklich der Schuss kam, sondern nur übertönt hatte, dann kann der Schütze von überall kommen. Und dann ist auch wahrscheinlicher, dass der Schuss aus der Richtung kam, wo also mehr vor dem Rednerpult von der Richtung her. Von, ja, weiter vorne oder weiter hinten, weiß ich halt nicht. Okay, dann spinnen wir mal kurz weiter. Laut Aussage Miss Lamberts, der Gouvernante, sind hier nur zwei Personen aufgefallen. Genau, der Anwalt, blablabla. Die Bediensteten waren angewiesen, darauf zu achten. Genau, ich hatte davon überzeugt worden, dass jeder zurück war. Da Horace Follett nicht das Tor von Sherrington Fort Hall passiert hatte, war die einzige Person, deren Aktivität zur Zeit des Schusses unbeobachtet waren, Miss Lavinia Bromsby. Ja, scheiße, verhaften. Die galante Aussage eines jungen Infanterieoffiziers, der bezeugte, er habe sie an der Türe stehen sehen, ist der einzige Grund, sie nicht des Mordes zu verdächtigen. Und den meine ich eigentlich, den Infanterieoffizier, der so ein bisschen plötzlich da ins Bild gerannt kam, der vielleicht Schusserfahrung haben könnte. Da Miss Bromsby gestern Abend noch unter Schock stand, wie der örtliche Arzt, der sie untersuchte, auch bezeugte, ist ihr Verhör auf heute verschoben. Okay, das heißt, wahrscheinlich können wir die nochmal befragen. Dann haben wir hier allgemeine Informationen über Sir Melvin Bromsby. Ich wusste gar nicht, dass der Melvin heißt. Okay. Keine Anklagen zivilstrafrechtlicher Art, keine Vorladung als Zeuge in Zivil. Kläger bei einem Raubüberfall, der im Juli 1861 an einem Markt stand, bei St. Bartholomäus verübt wurde. Aber das ist so weit weg. Das sind ja fast 30 Jahre. 90er und hier haben wir die 60er. Das wird keinen Zusammenhang haben und dabei auch nur als ein Kläger bei einem Raub. Also er wurde vor 30 Jahren, da war die Tochter noch nicht geboren. Vielleicht wurde ihm irgendwas geraubt. Aber keine Ahnung. So, Melvin Bromsby. Oh Gott. Wer hat denn das geschrieben? Mycroft, okay. Mein lieber Mycroft ist der Bruder von Sherlock. Das ist vielleicht nicht jedem bekannt, aber taucht eigentlich fast in jedem Sherlock Roman oder Serie irgendwie auf. Mein lieber Sherlock, im Folgenden findest du alle Informationen, die uns über den verblichenen Sir Melvin Bromsby bekannt sind. Er wurde 1842 in Staffordshire als Sohn einer bescheidenen Familie geboren und konnte sein Studium der Architektur und des Tiefbauwesens dank der finanziellen Hilfe seiner älteren Schwester beenden, die einen Blumenladen besaß. Weil da war Blumenladen noch so richtig der Shit. Nachdem ihm sein Diplom verliehen wurde, war er bei einer kleinen Firma beschäftigt, der er später für ein großes Unternehmen, die Sellinger Company, verließ. 1872 wurde er nach Indien geschickt, um beim Bau einer Brücke für die Armee zu assistieren. Nach Abschluss dieses Projekts im Jahre 1874 verließ er Sellinger und gründete in Bombay sein eigenes Unternehmen. Also in Indien hatte er sein eigenes Unternehmen, okay? Zu diesem Zeitpunkt umwarb er Carlotta Campbell, die zweite Tochter von Colonel Campbell. Aus Colonel Patterson, okay. Ich dachte, jetzt kommt die Vetternwirtschaft. Dem Oberbefehlshaber einer wichtigen örtlichen Garnison. Das Militär schätzte einen seine Geradlinigkeit und sein Geschäftssinn. Ich weiß jetzt nicht,
Das waren, glaube ich, auch diese Jahre, wo in Indien das British Empire, das ist ja eine Kolonie, eine britische Kolonie, glaube ich, da irgendwo in Indien. Gewesen zumindest. Ich kenne mich damit so überhaupt nicht aus. Aber ich erinnere mich jetzt hier an Bilder und teilweise Filme, wo viel mit englischen, wie heißen die Dinger? Ja, mit halt diesen englischen Offizieren da, die da in Indien vor irgendwelchen Elefanten stehen und was weiß ich machen. So übertrug die Armee ihm viele Aufträge für den Bau von Kasernen und für Arbeiten anderer Art. Im Jahre 1877 vermählte er sich mit Carlotta. Sein Unternehmen florierte und er stellte einen eigenen Buchhalter namens Mr. Grimble ein, der später zu Brombys persönlichen Assistenten aufstieg. Wie es sich herausstellte, war dies eine gute Wahl, da Grimble sich schon bald bei seinen diversen administrativen Aufgaben übertraf. Sir Bromsbys Unternehmen wuchs und gedieh kontinuierlich über die Jahre. Im Jahre 1879 verschied Carlotta Bromsby die geborene Campbell bei der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Lavinia. Bromsbys Unternehmen erfreute sich großen Erfolgs. Die Tatsache allerdings, dass ihm die Armee fast alle Zivilverträge übertrug, schürfte die Eifersucht und das Misstrauen anderer britischer Geschäftsleute in Indien. Aha, Gerüchte kursierten, sein Vermögen fuße auf der Ausbeutung seiner indischen Arbeiter und britischen Handwerker. Und zwar insbesondere auf schlechten Arbeitsbedingungen und miserable Löhne. Was man eigentlich hier in London ja nicht sagen kann, da er ja alle gut bezahlt. Aber es, na gut, anderes Land, andere Löhne, ne? 1884, als er vom Tod seiner älteren Schwester erfuhr, und er entschied er sich, nach Hause zurückzukehren und bereitete die Übertragung seiner Firmenanteile nach England vor. Nach seiner Rückkehr traf er nach und nach alte Bekanntschaften wieder, die ihm vorausgegangen waren und ihren Wohnsitz bereits wieder in England hatten. Diese Bekanntschaften waren hauptsächlich pensionierte Offiziere oder ehemalige zivile Verwalter. Diese Kontakte und seine jahrelangen Erfahrungen erlaubten es ihm, sich in England zu bereichern, weit mehr, als es in Indien möglich gewesen wäre. Er spezialisierte sich darauf, billige Unterkünfte für das Militär und für Zivilisten zu bauen. Hörst du Möhrchen, Holmes, ich verschwöre eine... Was? Ist das ein bisschen besser mit der Lautstärke? Du hast ja gestern zugehört. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon wieder weg bist, Chilmer. Ist perfekt, ne? Ja, ist perfekt. Ich habe einfach meinen Gain hochgedreht. Voll klug, ne? Jetzt hört man vielleicht ein bisschen das Surren meines Rechners, aber... Ist okay, ist okay. Oh, Samir. Außerdem investierte er sein Geld auch in mehrere Zementfabriken. Oh. Zementfabriken, Betonschuhe oder was? Die es ihm erlaubten, seine Kosten zu reduzieren und somit größere Gewinne zu erzielen. Achso, dann benutzt er natürlich seinen eigenen Beton für die Sachen, die er baut. Praktisch. 1891 schickte er seine Tochter auf ein Mädchenpensionat in der Nähe von St. Moritz in der Schweiz. Sie ist erst vor wenigen Tagen nach England zurückgekehrt. Okay, das war also nicht der erste Tag, an dem sie da war. Das heißt, eigentlich hätten sie sich schon vorher sehen können. Der Tote und die Tochter. Haben sie ja auch, denn er hat ja die Waffe gegeben. So. 1892 wurde er in den Ritterstand erhoben. Oh, so wichtig. Es gibt mehrere Fälle, in denen sein Name in Zusammenhang mit Verdachten arglistiger Täuschung innerhalb seiner Verträge und Missbrauchs von Strafarbeiten in seinen Fabriken erwähnt worden ist. Ja, wenn es um die Verträge geht, dann ist ja wieder sein Geschäftspartner, glaube ich, so ein bisschen der Mehrverdächtige, finde ich. Solche Praktiken sind in Londoner Geschäftskreisen üblich und dank seines Reichtums konnte er stets eine gerichtliche Prüfung der Vorwürfe umgehen. Also immer schön Geld fließen lassen und dann halten alle die Klappe. Wenn also sein Verhalten vor dem Hintergrund der handelsüblichen Moralvorstellung bewertet werden soll, so war er weder Engel noch Teufel. Sein Betriebsvermögen eingerechnet wird sich sein augenblickliches Gesamtvermögen vermutlich auf mehrere 10.000 Pfund belaufen. Ja, damals war das viel. Was ihn zu einem der reichsten Unternehmer in Großbritannien machen würde. Ich wünsche dir Glück bei diesem Fall. Dein Bruder Mycroft. Mycroft. Gott sei Dank, alles durchgelesen. Klick. All dies ist höchst interessant. Den Beweisen zufolge scheint es, dass sich der Schütze weder im Ballsaal noch im Flur befand. Aber wo war er dann? Hä? Sind Sie fertig, Watson? Können wir gehen? Gehen wir zurück zu Sherringford Hall. Das ist jetzt wieder so eine Sache. Der Watson sagt einem, und das muss man ihm jetzt noch wahrscheinlich glauben, die sagen jetzt, ja, im Saal war er nicht.
Dann war das doch der Schütze da, wo die Schmauchspuren an der Tür war. Ich nenne es auch mal Schnauchspuren. Und dann stand die Tochter wirklich an dem anderen. Aber warum hat es bei der gequalmt? Ist ihre Tasche explodiert oder was? Dun, 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 dun. Kutscher! Aber wie die alle im Gleichschritt gehen. Ja, nee, der Inspektor nicht. Oh, da steht wieder die Frau. Oh. Ja, die Fenster sind aber nicht vergittert, aber da kann man auch nicht rein oder raus. Das sind so Spezialfenster. Ja, sprechen. Hier geht's noch nach links. Aber er hat jetzt seinen klassischen Mantel an und sein Hütlein. Ich würde zu gern mal ums Haus gehen. Weil das sieht nicht nach vergitterten Fenstern aus. Und das Fenster links sah jetzt auch nicht vergittert aus. Hier. Warum gibt es hier einen extra Blickwinkel? Da geht er rum, okay. Na gut. Sprechen wir mit der Frau. Hallo, ich bin's, der Holmes. Gehen Sie doch hinein, meine Herren. Bitte warten Sie hier, Gentlemen. Ich werde nachsehen, ob Miss Lavinia Besucher empfängt. Sie ist in ihrem Zimmer. Eieiei. Okay. Da ist der Geschäftspartner. Kommen wir wieder raus. Okay. Da geht's dann direkt. Also, ich denke mal, vor der Tür wird sich also nichts weiter an Beweisen befinden. Und gehen wir einfach mal erstmal in der Halle rum. Okay, es wird abgedeckt. Also, hier stand ja anscheinend die Lavinia. Kurzzeitig habe ich gedacht, hier waren diese Schmauchspuren an, ich nenne es Schmauchspuren, ich weiß gar nicht, ob man das Schmauchspuren auch nennt. Also die Schwarzpulverspuren am Türrahmen. Und ich vermute, ja, da muss der Täter ja da gestanden haben. Hier stand der Colonel, der nicht gut hören kann. Der nicht gut sehen kann, aber dafür gut hören kann. Dahinter stand der eine Typ, den ich so ein bisschen creepy fand, der ins Bild gekommen ist, als wir mit der Tochter reden wollten. Den finde ich auch ein bisschen verdächtig, weil der alles einfach abgenickt hat. Und was mir jetzt einfällt, ist natürlich, er muss ja nicht unbedingt da immer gestehen haben. Weil wenn er sich wegschleicht und der Colonel einfach nur gut sehen kann, dann kann er sich auch woanders befunden haben, richtig? Ich spreche jetzt erstmal mit dem... wie ist der? Grumble? Grumsby? Nun, Mr. Grimble. Grimble. Ich habe nicht erwartet, Sie zu dieser Stunde hier zu sehen. Ich mache mir Sorgen um Miss Lavinia. Ich hoffte auch, Neuigkeiten in Bezug auf die Untersuchung zu erfahren. Diese ganze Angelegenheit kann dem Unternehmen großen Schaden zufügen. Großer Schaden. Ja, das war ein super angespanntes Verhältnis. Sir Bromsby und Miss Lavinia ein sehr angespanntes Verhältnis. Nun, Sir Bromsby und Miss Lavinia sind nie gut miteinander ausgekommen. In letzter Zeit war ihre Distanz aufgrund diverser Vorfälle sogar noch angewachsen. Interessant, dass der Watson auch mal direkt hier sein Notizheftchen zückt. Was für Vorfälle meinen Sie genau? Ich erinnere mich an einen Vorfall in Indien, bei dem Sir Bromsby einen Freund von Miss Lavinia angriff. Er war der Sohn unseres einheimischen Kutschers. Scheinbar hatte er einen Krug Wasser verschüttet, mit dem Sir Bromsby sich das Gesicht waschen wollte. Bromsby fluchte und schlug vor den Augen seiner Tochter auf den Jungen ein. Miss Lavinia nahm ihren Freund in Schutz und beschimpfte ihren Vater unflätig. Was Sie nicht sagen.
Was geschah dann? In ganz Indien gibt es niemanden, der es gewagt hätte, so mit Sir Bromsby zu reden. Er schloss sich für den Rest des Tages in seinem Büro ein. Am nächsten Tag entließ er den Kutscher. Aber trotz dieser Vorfälle bin ich doch sicher, dass Miss Lavinia ihren Vater geliebt hat. Ich muss mich jetzt verabschieden. Wie Sie wünschen. Ich werde noch hier bleiben. Ich warte ja noch auf den Moment, an dem eine weitere Leiche auftaucht und dann wieder alles zunichte macht, was ich mir hier zusammenreime. Wir können durch die Türen gehen. Vermeintlich. Gehen wir mal hier rein. Verschlossen. Was? Man verschließt nicht einfach die Türen vor einem Holmes. Verschlossen. Ich muss Sie nun verlassen, meine Herren. Ich habe einige Dinge zu verifizieren. Ah. Oh, mich hätte jetzt mal... Je mehr wir die Fakten dieser Angelegenheit erwägen, desto mysteriöser wird es. Es ist wichtig, präzise zu sein und eine schlüssige Analyse zu liefern. Aber wir bei Scotland Yard wissen das nur zu gut. Erinnert mich an einen Fall, den ich mal löste. Ich glaube, es hatte etwas mit gestohlenen Poloschlägern zu tun. Ich selbst habe diesen Sport bis vor einigen Jahren ausgeübt. Wirklich? Mögen Sie auch Polo, Mr. Grimble? Nein. Sie können sich die Vorzüge dieses Sportes nicht vorstellen. Die perfekte Einheit von Mann und Pferd. Ein wenig wie der Walzer. Genau, außer dass in diesem Sport bei vollem Galopp aufgestiegen wird, was die Dinge kompliziert. Ich kann nicht folgen. Die Brixton-Mannschaft ist in meinen Augen das beste Beispiel, wie Polo gespielt werden sollte. Ja, sie mögen ja ganz gut sein, aber was halten Sie vom letzten Spiel der Rangers? Sie waren großartig. Aber was ist an Brixton auszusetzen? Waren Sie nicht Ursache eines Spektakels bezüglich einer Korruption? Eieiei. Komme ich nochmal zurück? Warte. Ich würde gerne verifizieren, ob der Henkel an der Tür immer noch verbogen ist. Wenn das überhaupt geht. Ja, ist. Okay. Gibt es neue Hinweise? Hat jemand etwas verändert? Und wessen Geräusche sind das hier? Dann gehen wir mal... Ich glaube, hier war die Küche. Dürfte ich eintreten? Ja, ja, nimm das und das. Verzeihung, aber ich glaube, es ist schon ziemlich tot. Oh, Sie haben mich erschreckt. Ich hab's an den Nerven, wenn Sie verstehen. Ich kann meine Flaschen nicht finden. Hier ist kein einziges Fenster vergittert. Was labern die da in den Analysen? Nein, nicht die. Das ist billiger Fusel. Die zwei Flaschen, die der alte Friede seiner Asche für das Fest aus London geordert hatte. Beide waren 18 Jahre alter Whisky. Ideal für Verdauung und Herzschmerz. Okay, es fehlen Flaschen. Und wer hätte sie genommen haben können? Ich bin sicher, dass der Kellner von Hartford sie geklaut hat. Wer sonst hätte diese beiden teuren Flaschen zwischen den anderen herausgepickt? Sehr gut. Dann lasse ich sie jetzt mit ihrem Hühnchen allein. In Ordnung. Komme ich da noch drum zu Luca? So leicht ruckelt es irgendwie bei der Mauserkennung. Ich weiß nicht, ob das am Spiel liegt.
Oder nehmen wir doch mal mit. Können die stammen? Hier waren gestern, glaube ich, auch eine Pfeife mehr drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Schere weg ist. Tatsache. Ich gucke mir jetzt hier erstmal nur leicht um, weil mein Hauptziel ist jetzt erstmal die Lavinia finden und ich vermute, sie wird oben sein. Handtasche. Das ist die von der Lavinia. Die Handtasche von Lavinia Bromsby. Ich heiße das Durchwühlen des persönlichen Besitzes einer Dame eigentlich nicht gut. Aber ich glaube, sie wird es verstehen. Ein Programm der Londoner Oper. Harringtons Brief. Teure Miss Lavinia, entschuldigen Sie meine Kühnheit und seien Sie sich meinen aufrichtigen Anteilnahme und hohen honetten Zuneigung. Sich meine aufrichtigen Anteilnahme und honetten Zuneigung in dieser für Sie doch so schrecklichen Zeit versichert. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn Sie diese ganze Angelegenheit allein durchstehen lassen würde. Ich trug meinen Kammerdiener auf, mein Gespräch in das Gästehaus Queen's Arm zu bringen, welches das nächste Gasthaus zu Sherrington Ford Hall ist. Ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn Sie es mir erlaubten, Ihnen von Nutzen zu sein. Sollten Sie meine Hilfe benötigen, so bin ich meiner neuen Unterkunft nur wenige Minuten von Ihnen entfernt. Ich trug Sorge, dass ich meine Handschuhe in Ihrem Zuhause vergaß, sodass ein Besuch meinerseits keinen Anstoß erregen und keinen Grund für Gerüchte liefern wird. Hochachtungsvoll und auf ewig der Ihre. Aha. Okay, also dieser Harrington war dieser Offizier, der da so reingesneakt war, der da alles bestätigt hatte. Und die Handschuhe sind von ihm, die er als Grund dagelassen hat, damit er wieder zu Besuch kommen kann, falls sie es wünscht. Und hier läuft doch ganz Achtung. Da läuft doch was. Also er rückt für mich immer mehr so ein bisschen in, nicht wirklich als Tatverdächtiger, aber da ist zumindest was nebenbei am Laufen. Und das ist ja meistens nie gut, wenn der Vater gegen alles ist. Hier hat sich nichts weiter ereignet. Ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen, aber so ist das. So ist denn die Soße weg. Kein einziger Fleck mehr zu sehen. Hier kommen wir nicht mehr ran. Mich würde jetzt nochmal kurz interessieren, ob wir in die Halle kommen. Hier soll ja abgeschlossen sein. Verschlossen. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Nein, ich benötige erst mehr Informationen. Ich werde übrigens nicht so lange machen, wie
wie gestern. Also ich werde vielleicht sogar jetzt in den nächsten 15 Minuten erstmal wieder pausieren müssen. Und vielleicht später nochmal weitermachen. Vielleicht auch wieder nach 0 Uhr. Ah, da ist er. Mal gucken. Also so 15 Minuten spiele ich noch, dann muss ich erstmal wieder kurz pausieren. Ich fühle mich nun in der Lage, Ihre Fragen zu beantworten, Mr. Holmes. Gestern war ich nicht bei Verstand. Auf Anraten Mr. Grimbles möchte ich Sie unterstützen. Er erklärte mir, dass alles, was mein Vater je aufgebaut hat, vielleicht zusammenbricht, wenn dieser Klatsch nicht aufhört und diese Sache nicht aufgeklärt wird. Stimmen Sie dem zu, Mr. Holmes? Wie auch immer die Wahrheit aussieht, ich werde sie enthüllen. Ich fühle mich nun in der Lage, Ihre Fragen zu beantworten, Mr. Holmes. Wie auch immer. Zuerst müsste ich wissen, wo Sie während dieses unglückseligen Ereignisses waren und was Sie taten. Zuerst kümmerte ich mich im Damensalon um mein Äußeres. Auf Wunsch meines Vaters stand ich dann leise in der Tür des Ballsaals. Während alle, mich eingeschlossen, meinen Vater beobachteten, puderte ich mir ein letztes Mal das Gesicht. Plötzlich hörte ich hinter mir dieses Geräusch. Dann sah ich meinen Vater taumeln und fallen. Oh mein Gott, ich lief schnell zu ihm und sah, dass er tot war. Hinter ihr ein Geräusch. Wie sah das Verhältnis zu ihrem Vater aus? In den letzten 6 Jahren haben wir uns kaum gesehen oder geschrieben. Aber der Vater, den ich bei meiner Rückkehr antraf, war nicht der Mann, an den ich mich erinnerte. Etwas in seinen Augen hatte sich verändert. Es lag Vorsicht in ihnen und vielleicht sogar eine unerklärte Sorge. Vergeben Sie mir, aber scheinbar hat Lieutenant Harrington es sich zur Aufgabe gemacht, sich um Sie zu kümmern. Ach, er hat sich als höchst ritterlich und rücksichtsvoll erwiesen. Außer Mr. Grimble habe ich keine Freunde hier. Mr. Harrington hat keine Anerkennung für seine Intervention gefordert oder auch nur erwartet und war gestern Abend höchst aufmerksam. Okay, also entweder da läuft was zwischen denen oder es ist wirklich einfach nur, dass er sich vielleicht sogar wegen eines Alibis so ein bisschen um sie bemüht. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen, Miss. Nein, ich sollte Ihnen danken. Wie ich schon erwähnte, wird es für eine ordnungsgemäße Ermittlung nötig sein, die persönlichen Dokumente Ihres Vaters zu untersuchen. Dürften wir sein Büro sehen? Ich denke, Sir Bromsby bewahrte seine Dokumente in dieser Lade auf. Achtung! Gottgütiger! Das muss eine von Fowletts Erfindungen sein. Sir Bromsby erwähnte, dass er seinen Anwalt gebeten hatte, sich Sicherheitsmaßnahmen auszudenken, um seine privaten Dokumente zu schützen. Ich erinnere mich jetzt, dass Fowlett eine Vorliebe für Mechanisierungen und Automaten hat. Ich hatte keine Ahnung, was für Geräte er geschaffen hatte. Inspektor Lestrade, ich schlage vor, Sie ziehen sich zurück, um Ihr Äußeres zu richten. Ich bezweifle, dass Sie so verschmutzt zum Yard zurückkehren können. Ich werde diesen Raum jetzt gemäß meiner Methoden untersuchen. Na, machen Sie. Machen Sie mal, Herr Holmes. Tun Sie mal. Das rückt jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen den Anwalt ins Licht, würde ich sagen. Der vielleicht was gebaut hat, damit der Schuss von woanders vielleicht sogar kam. Wer weiß. So, hier kann man an den Tisch. Ich gucke jetzt mal. Alles verbrannt. Hier auch wieder so ein... Ich glaube, das ist so ein Zigarettenschneider. Habe ich das jetzt? Okay, der. So, wen haben wir denn hier? Einer von beiden wird der Bromsby sein. Und hier natürlich ein Ring. Ich brauche noch etwas. Ohne Zweifel ein Symbol der Freimaurer. Oh, nee. Nicht die Freimaurer. Ja, es ist aber so klar, ne? Das ist wieder irgendein Bild, was abgerissen worden ist und man findet dann irgendwann die andere Hälfte und dann ist alles klar, Mann. Alles. So, wir können mal kurz gucken. Genau. Und eine Person mit Freimaurerring. Brief von Fowlett an Bromsby. Das war das,
was auf dem Tisch lag und eigentlich nicht verschwunden ist. Ich möchte diesen Empfang um keinen Preis verpassen. Vor meinem geistigen Auge sehe ich bereits Miss Lavinias Gesichtsausdruck, wenn sie ihre Ankündigung verlesen. Seien Sie ganz unbesorgt, denn ich habe noch keine schlechten Nachrichten von meinem Freund erhalten. Ich verbleibe somit bis in 2 Tagen. Ihr Freund... P.S. Dieses Buch wird Ihnen sicher dabei helfen, meine Kunstvorlieben zu verstehen, die Sie während Ihres letzten Besuchs so fraglich fanden. Eine weitere Herausforderung. Und dann hier so ein... Schnörkelzeug. Bromsby, Grimble und... Achso. Okay, das ist Grimble. Den könnte man vielleicht auch noch drauf ansprechen. Das sind Stücke der englischen Ausgabe der indischen Zeitung. Der Bomb... Ich habe noch immer das Original des Rätsels bezüglich der Kombination. 55 ist die Zahl, die durch Addition aus dem französischen... Okay. Hinweis auf die Kombination des Safes. 94. Eine Seite dieses Buches wurde markiert. Die sollte ich mir ansehen. Eine Seite? Französische Kunst des Mittelalters. Achso, da ging es jetzt um diese Kunstliebhaben von dem Anwalt. Die ersten Beispiele dieser Kunstformen, die von nun an als Holzschnitte bezeichnet werden, lassen sich bis zu den Anfängen des Mittelalters zurückverfolgen. Zu dieser Zeit gab es weder künstlerische noch andere Gründe dafür, ein Bild in einem anderen zu verstecken. Die Beweggründe hierfür waren manchmal subversiver Natur, da bestimmte Themen künstlerisch nicht dargestellt werden durften. Heute wird diese Technik immer noch dann und wann benutzt. Und ein Großteil der Holzschnitte verbirgt lediglich Tiere oder freudig gestimmte Personen in barocken Landschaften. Okay, das heißt, wir werden irgendwann auf dem Holzschnitt treffen, was irgendwie, wie soll ich sagen, was verbirgt. Mir einfach die Textur gespiegelt, was geht denn da ab? Den Plan würde ich jetzt aber untersuchen, Holmes. Die junge Lavinia. Zweifelsohne mit ihrem Großvater. Puff, puff, ping, ping. Okay. Hier haben wir alles. Ein bemerkenswertes Porträt des verstorbenen Sir Bromsby. Ideale Stelle für ein Versteck. Ganz unmöglich. Ganz unmöglich. Nein, er braucht erst die Lupe. Ganz unmöglich. Okay. Interessant, dass ein Safe in der Wand ist, die eigentlich zum Flur führt. Es sei denn, der Flur endet irgendwie. Wer weiß, wie tief der Safe ist, ne? Komisch, die Tür hier selbst ist nicht verwendbar. Ich gehe nochmal kurz hier in die andere Ansicht. Wenn das überhaupt zugelassen wird. Ah ja. Kann ich hier irgendwas... Ja. Die Bilder muss ich mir noch angucken und dann ist wahrscheinlich auch schon wieder... Oh Gott! Bleib stehen. Diese Brücke ist recht eindrucksvoll. Das muss eine beträchtliche Aufgabe gewesen sein. Aber ist irgendwie eine Brücke, die er gebaut hat, von seinem Zement kaputt gegangen oder so? Kalidasa Abyss. Ja, die hat er wahrscheinlich bauen lassen. Kannst von ausgehen. Okay. Gut. Sehen Sie, diese Mitteilung ist gerade für mich gekommen. Vorgestern sah man Mr. Fowlett in Richtung Norden aufbrechen. Der Constable der Stadt Flatham, in der der Anwalt wohnt, bekam diese Information von Fowletts Nachbarn.
Ich habe ein schlechtes Gefühl, Watson. Was halten Sie als Abschluss des Tages von einem kleinen Ausflug nach Flatham? Keine Einwände, Holmes. Flatham. Okay, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, um gleich zu beenden. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade ein bisschen kürzer angebunden, mache aber dann später weiter. Dann lassen wir jetzt nochmal kurz diese Sequenz laufen und speichern. Oh Gott, ich habe bis jetzt noch nicht gespeichert. Oh Gott sei Dank, noch nicht abgestürzt. Guten Tag, Gentlemen, ich bin Constable Fletcher. Guten Tag, Constable. Ja, komm. Können Sie uns helfen? Ja, Inspektor Lestrade von Scotland Yard telegrafierte mir Ihre Ankunft und wies mich an, Ihnen zu helfen, als wären Sie der Inspektor selbst. Wären Sie so gut, uns zu dem Nachbarn zu bringen, der von jener Nacht sprach? Folgen Sie mir. Von welcher... Hä? Da wären wir. Ausgezeichnet. Ich habe das jetzt vorhin nicht wirklich... Ich muss vielleicht gleich nochmal das Ende angucken, was jetzt die erzählt haben. Ich habe das nicht gecheckt, warum die jetzt dahin aufbrechen. Aber ich speichere jetzt erstmal. Mal den ersten Spielstand mal überschreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später am heutigen Tag nochmal wieder, denke ich mal. Weil ich jetzt noch was anderes machen muss. Und würde dann sagen, bis dann. Jo, tschüss.